Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute ein Thema ausgewählt, da geht es um Autismus, Epilepsie, es geht um die neurogenerativen Erkrankungen, die heutzutage immer populärer sind, also im negativen Sinn natürlich. Und ich möchte mich heute mit einem Experten unterhalten, der hier mit in Sachen Autismus und diesen neurogenerativen Erkrankungen unglaubliche Erfolge hat, aber auch die entsprechende Studienlage unterstützt ihn bei den Dingen, die er macht und umsetzt. Und es ist mir eine große Ehre, meinen persönlichen Mentor heute auch wieder hier zu haben. Lieber Heinz Reinwald, ganz herzlich willkommen wieder bei uns. Ja, vielen Dank für das Willkommen. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, ich habe viel gelernt bei dir. Du hast mich angestoßen, da eigentlich mit Gesundheit mich zu beschäftigen. Gell? Ja. Weißt du noch, ich war ein kleines Fässchen, oder? Ich bin der Übeltäter, ja. Genau. Ja. Aber lass uns in dieses traurige Kapitel einsteigen. Ich weiß noch, du warst ja in Amerika, diesem großen Kongress, wo auch Kennedy noch war. Und ihr habt dort über einen Autismuskongress gesprochen, wo ja eigentlich für Furore macht, nämlich eine ganz spezielle Ernährungsform. Ja, ja, das ist natürlich mein Steckenpferd, die ketogene Ernährung. Aber ich will es vielleicht mal zunächst auf das Thema Epilepsie lenken, denn die Epilepsie ist ja anerkanntermaßen diejenige neurologische Erkrankung, bei denen die ketogene Ernährung das erste Mal zielgerichtet eingesetzt worden ist. Die beiden ältesten Zeugnisse, die wir haben, in Bezug auf den Einsatz von ernährungsmedizinischen Maßnahmen bei Epilepsie, die kann man nachlesen bei Hippokrates, auf der einen Seite griechische Arzt, und auf der anderen Seite gibt es eine sehr interessante Stelle, die ich schon mehrfach hingewiesen habe, in der Bibel, im Markus-Evangelium, genau, wo man Jesus einen an Epilepsie erkrankten Jungen bringt, der sich, also die Beschreibung ist ein klassisches diagnostisches Potpourri im Bereich der Epilepsie, der Fallsucht auch. Und der Junge wirft sich also auf den Boden und schäumt im Mund und krampft und zappelt. Und das beschreiben also die Jünger, und dann bringen sie zu ihm und sagen ihm: Herr, wir konnten ihn nicht austreiben, den bösen Geist, nicht? Und dann sagte Jesus oder fragte Jesus den Vater: Seit wann hat er dann denn das? Und dann sagt er, der Vater: Von Kindheit an. Und dann antwortete ihm Jesus an dieser Stelle im Markus-Evangelium: Diese Art der Erkrankung ist durch nichts zu heilen, außer durch Fasten und Beten. Und das ist natürlich eine unglaubliche Äußerung, denn Fasten bedeutet das Eintreten in die Fastenketose, ist also die strengste Form der ketogenen Ernährung, wenn ich das in Anführungszeichen so sagen möchte. Und Beten ist eine Art der meditativen Versenkung zur Beruhigung des übererregten Gehirns, wenn man das so sagen möchte, nicht? Also zwei zielführende, bis heute zielführende therapeutische Maßnahmen für diese Erkrankung. Und wiederentdeckt wurde das Ganze dann erst in 2000 Jahre später durch New Yorker und Pariser Kinderärzte, die mit Fastenkuren, mit Wasserfasten seinerzeit die Anfälle wegbrachten, mit dem einzigen Problem oder mit zwei Problemen. Einmal ist nachhaltiges Fasten oder dauerndes Fasten für Kinder nicht sehr gesundheitsförderlich, und zum Zweiten, sobald sie das Fasten aufgehört haben und wieder in ihre kohlenhydratreiche Ernährung zurückgefallen sind, kamen auch die Anfallsleiden wieder. Das hat dann in den 1920er Jahren dazu geführt, dass Dr. Russell Wilder an der Mayo Clinic in United States angefangen hat, mit fetthaltiger Ernährung, was in seinem Umfeld bereits mit Diabetikern der Fall war, zu experimentieren. Und er hat eine isokalorische Diät entwickelt, also das heißt eine dem Alter entsprechende kalorische Ernährung, aber eben nicht auf Kohlenhydrat basiert, sondern auf Fett. Die Krux dabei war, dass er natürlich auch die Proteine reduzieren musste. Warum? Weil auch Proteine über die glykogenen Aminosäuren, also die Bausteine, die glykogene Anteile haben, Zucker produziert. Und diese Reduktion von sowohl Kohlenhydraten als auch Proteinen hatte zwar augenscheinlich den Vorteil, dass diese Diät das Anfallsleiden reduzierte,
aber aufgrund des Proteinmangels Wachstumsstörungen, Knochenwachstumsstörungen, immunologische Störungen hervorbrachte. Mhm. Und an der Stelle greift nun meine besondere ketogene Ernährung ein, auf die ich dann noch kommen werde. Aber zunächst, das ist der Sachstand gewesen. Und mit dem Aufkommen der pharmazeutischen Industrie und der Pharmazeutika für gegen Epilepsie geriet diese Ernährung immer mehr in Vergessenheit. Erst Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, gab es dann eine Renaissance mit dem Film mit Meryl Streep, First Do No Harm. Genau, genau, ja. Da habe ich auch eine, ja, ein Bild dazu. Ja, ja, das zeige, ja, ich Ihnen schnell. Ja. Dieser Film ist der Film eines Hollywood-Regisseurs, dessen Sohn an einer sogenannten pharmakoresistenten Epilepsie erkrankte und die Mutter so lange in den Bibliotheken wühlte, bis sie auf ein Klinikum stieß, das diese Diät noch durchführte und hat dann ihren Sohn dorthin geführt und innerhalb von 4 Wochen war der anfallsfrei und medikamentenfrei. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Vater war dann natürlich überrascht und natürlich auch erfreut über die Genesung seines Sohnes, dass er diesen Film gedreht hat, First Do No Harm. Er ist in Deutschland dann erschienen, bei RTL ausgestrahlt. Meryl Streep war doch da noch die Schauspielerin, ja, oder? Ja, Meryl Streep. Und der Sohn, sein Sohn Charlie, es kam dann zu einer Gründung der Charlie Foundation, die ist heute in 52 Ländern weltweit aktiv. Und dieser Film beschreibt die Leidens- und Genesungsgeschichte dieses Jungen. Und im Deutschen hieß es, solange es noch Hoffnung gibt. Und der Film, den gibt es übrigens auch heute noch in Englisch und in Deutsch bei Amazon. Man kann das nachkaufen. Ist Epilepsie da hierzulande eigentlich weit verbreitet? Ja, Epilepsie ist nach wie vor ein weit verbreitetes Phänomen und meines Erachtens eindeutig in Zusammenhang mit Zucker zu sehen. Es gibt aus meiner Sicht drei exzitotoxische, also zelltoxische Erreger für das Gehirn. Das sind die Schwermetalle, das ist der Zucker. Das ist eindeutig heute belegt. Die Übererregbarkeit des Gehirns durch Zucker. Und das Dritte, das ist leider oft vergessen, das ist Ammonium. Also ein Stoffwechselabbauprodukt des Proteinstoffwechsels. Und hier sind wir an dem Punkt, den Wilder eben damals erkannte, dass sowohl die Zuckerlast als auch die Ammoniumlast oder Ammoniak, dann natürlich Ammoniumlast, reduzieren wollte. Eben um den Preis der Mangelernährung. Und diesen Aspekt habe ich überwunden durch die spezielle Aminosäureformel, die wir haben, die A, kaum Zucker liefert und kaum Stickstoffabfall. Das heißt, die beiden exzitotoxischen Substanzen, die im Gehirn die Übererregbarkeit, wie wir es ja auch aus der hepatischen Enzephalitis her kennen, reduzieren oder bewirken, die können wir reduzieren durch eine besondere Aminosäureformel. Auf die komme ich nachher noch zurück. Diese Formel ist ja heute auch weltweit anerkannt und weltberühmt. Wo ist denn der Zusammenhang von dieser Therapieform zur Epilepsie zu Alzheimer und Autismus? Weil da sind ja eigentlich die gleiche Behandlungsform, wo zum Erfolg führt. Ja, ja. Also auch hier geht es um exzitotoxische Stoffe, die im Gehirn eine Übererregung des Gehirns bewirken. Bei Alzheimer spricht man ja inzwischen von Diabetes Typ 3. Also hier haben wir eindeutig Insulinresistenzen, Zuckerüberfrachtungen und bei Autismus kommen verschiedene Aspekte zusammen, wobei hier die exzitotoxischen Substanzen vor allem im Bereich der Adjuvantien in Impfstoffen liegen, aus meiner Sicht. Ja? Also ich habe auch sehr rare Fälle, wo es auch ungeimpfte Kinder trifft. Aber, und das muss ich einfach sagen, das muss ich einfach aus Erfahrung sagen, und wir arbeiten ja in einem Netzwerk mit vielen, vielen Kindern, 80% sind postgeimpfte Schäden, aus meiner Sicht.
Nicht? Und das teile ich, diese Einsicht teile ich mit Robert F. Kennedy Jr., der ja mit mir damals Gastredner auf dem Kongress Autism One 2017 war. War kürzlich jetzt in Deutschland. Und auch kürzlich in Deutschland. Er ist ja einer der Pioniere in Sachen Impfstoffforschung in den USA und auch nicht nur Pionier in Sachen Forschung, sondern auch Pionier in Sachen Kampf gegen die organisierte Pharmakriminalität, die sich hier aus der Verantwortung zieht versucht hier, seit 30 Jahren gibt es keine entsprechenden Studien dazu. Und das hat er aufgedeckt und auch vor Gericht durchgefochten. Und ich bin richtig stolz auf ihn. Ist Amerika viel weiter als wir, hä? Einerseits ja, andererseits nein. Nicht? Also man kann das nicht sagen. Amerika ist aggressiver in allem. Aggressiver gegen die Impfgegner, aggressiver, aber auch von Seiten natürlich, je mehr Druck aufgebaut wird, desto mehr Gegendruck kommt. Mhm. Nicht? Aber wenn wir jetzt nochmals bei diesen Adjudantien drin sind, die kriegt man wieder raus, um solche Menschen, die dann wirklich in eine Krankheit rausrutschen, wenn man diese Adjudantien wieder bindet oder... Ja. Mhm. Die Hilfsstoffe, diese sogenannten Hilfsstoffe zur Konservierung, Aluminium, Quecksilber etc. Man hat auch Spuren von Glyphosat und anderen Dingen gefunden. Das ist eine Horrorstory für sich. Natürlich kann man den Versuch unternehmen, das auszuleiten. Es gelingt auch weitgehend, wenn Sie eine professionelle Impfausleitung machen. Mhm. Aber, und das ist eben auch wichtig, die Ernährung ist ganz, ganz zielführend. Und wir müssen auch verstehen, dass in diesem Kontext diese Kinder unter einem extremen Stress leiden. Und das wiederum bewirkt einen Teufelskreis. Denn Stress führt über die mangelnde Magenverdauung, über die mangelnde Produktion zur Magensäure, zu einer Fehlverdauung von Eiweißen. Das heißt, selbst wenn man eine normale ketogene Diät einleitet, und inzwischen ist ja die Atkins-Diät wieder in Mode und man hat die modifiziert, die sogenannte modifizierte Atkins-Diät, wo man dann von 30% Proteinanteil auf 20 runter ist, weil man natürlich weiß, das ist Zucker liefert und das ist Ammoniak liefert, Stickstoffabfall liefert. Aber man ist trotzdem nicht sehr viel weitergekommen, zumindest in mittleren und schweren Fällen nicht, eben weil die Eiweißverdauung im Magen nicht stimmt. Und man sieht das dann den Kindern ja auch an, die Ärmchen, die Beinchen, die Wachstumsstörungen sind ja sichtbar. Nicht? Und das hat auch was mit Verdauung zu tun. Und diese ganzen Problematiken können wir umgehen mit unserer Formel, weil die ist schon quasi vorverdaut. Das sind reine Aminosäuren, die keine Peptidasen mehr benötigen und sofort im Dünndarm aufgenommen werden. Und man weiß heute auch, dass sogenannte SIBO, Small Intestinal Bacterial Overload, dass sehr viele, das ist jetzt hier, der Vergleich zwischen normalen Eiweißen, pflanzlichen Eiweißen, tierischen Eiweißen und MyAmino, die Last an Stickstoffabfall beziehungsweise den anabolen Aspekt, den Sie im blauen Balken sehen. Da sehen Sie schon, MyAmino hat fast keine Stickstoffabfallprodukte, während zum Beispiel Soja oder die in solchen Proteinshakes oft verwendete Casein bis zu 84% Stickstoffgifte haben. Das heißt, man meint sich eigentlich in Sicherheit, man nimmt Proteine zu sich. Ja. Aber eigentlich ist es eine große Belastung, weil sie eigentlich nicht verwertet werden, sondern Stickstoffabfall zum Teil, produzieren. Nein. Und dann kommt das Ammonium, oder? Ja, und zwar Stickstoffabfall produzieren sie dann im Darm. Denn wenn sie nicht verdaut werden, das ist nämlich das zentrale Problem, die Verdauungskraft der Kinder ist reduziert. Also das muss man auch fördern, diese Verdauungskraft natürlich mit natürlichen Proteinen. Aber solange diese Verdauungskraft nicht ausreichend ist, werden unverdaute Proteine in den Dünndarm. 70% der Kinder haben Enterokolitis, einen entzündlichen Dünndarm. Und dann vom Dünndarm unverdaut in den Dickdarm geschoben, wo sie dem Raub eiweißverdauender Bakterien zum Opfer fallen. Mit dem Ergebnis, dass dort Stickstoffgifte produziert werden, Ammoniak, der sich dann in Ammonium wandelt, der natürlich dann darmwandgängig ist und über die Pfortader zurück über die Leber, also enterohepatische Kreisläufe, berührt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu einer Überbasung des Darms führt. Gleichzeitig, während die Kinder essen, ernähren sie nur die Bakterien, die Fäulnisbakterien im Darm. Und dieser Teufelskreis muss umgangen werden. Auf der einen Seite zu wenig Proteine, auf der anderen Seite
die negativen Auswirkungen bei von Proteinen bei diesen Kindern. Nicht? Und das haben wir erreicht und deswegen haben wir auch sehr schnell sehr große Erfolge. Eine Freundin von mir, die ein autistisches Kind hat, die hat mir erst kürzlich geschrieben, it's a game changer, just a handful of things. Ne? Und wenn man diese ernährungsphysiologischen Stoffwechselwege verstanden hat, dann kann man auch gezielt darauf einwirken. Und man sieht ja auch die Ergebnisse, die Studienlage ist ja eindeutig. Wir haben nach dem Film von Meryl Streep, das ist jetzt eine Sache von 2014, der Vortrag von mir, ist die Studienlage exponentiell gestiegen, 2014. Und jetzt 2020, also das heißt in den letzten 7 Jahren, ist sie noch mal um das Doppelte gestiegen. Ja. Also das heißt, die ketogene Ernährung ist inzwischen en vogue, zumindest in den Vereinigten Staaten. In Deutschland beginnt sie allmählich Fuß zu fassen. Nicht in der Medizin, aber zumindest in den alternativmedizinischen Bereichen und in der Gesellschaft. Aber eigentlich ist es jetzt nicht nur für Leute wichtig, wo Alzheimer-Problematiken sich abzeichnen oder Epilepsie oder Autismus vorhanden ist, sondern eigentlich würde es ja, wenn du vorhin das Thema Kinder erwähnt hast, eigentlich jedem von uns mal gut tun, zwischendurch auch auf eine ketogene Ernährung umzustellen. Na, das ist jetzt eigentlich lustig zwischendurch, denn die ketogene Ernährung ist, also die sogenannte Steinzeiternährung, ist eigentlich unsere genetische Blaupause für unseren Organismus. Und deswegen haben wir ja auch so riesige Erfolge, wenn wir zu den Ursprüngen dieser Ernährung zurückgehen und auch die Problematiken bei schon entgleisten Stoffwechsellagen berücksichtigen. Das tun eben viele nicht. Nicht? Und dann sagen sie, die funktioniert nicht. Ja, die funktioniert dann deshalb nicht, weil die schon so entgleist sind im Zuckerstoffwechsel, dass sie erst eine gewisse Adaptionszeit brauchen, bis sie wieder in die richtige Stoffwechselregulierung kommen. Nicht? Mhm. Und, also wäre es eine Basisernährung eigentlich? Es ist die Basisernährung. Mhm. Wir haben nicht McDonald's an jeder Ecke. Wir haben keinen Bäcker an jeder Ecke vor ein paar hundert Jahren gehabt. Das ist völliger Unsinn, nicht? Und wir essen von dem Nährstoff am meisten, von dem wir eigentlich am wenigsten brauchen, Zucker. Unser Körper ist in der Lage, die Basiszucker aus der Gluconeogenese, also aus der Zuckerersatzgewinnung von Nicht-Kohlenhydrat-Vorstufen selbst zu produzieren. Und nicht Kohlenhydratvorstufen, das ist Glycerin, das ist Laktat, also Milchsäure, und sind die glykogenen Aminosäuren. Der Körper kann sich mit Zucker selbst versorgen. Ja? Und wir essen dennoch von diesem Nährstoff am meisten, den wir eigentlich am wenigsten brauchen. Und da stimmt was nicht. Und das Ergebnis, immer mehr Kranke. Nicht? Aber also, zum Alzheimer möchte ich vielleicht noch gleich erweitern, weil du das gerade angesprochen hast. Die Studienlage zu Alzheimer ist sehr gut, was ketogene Ernährung anbetrifft. Und es gibt auch einige sehr, sehr gute Bücher darüber. Inzwischen von Mary Newport, deren Ehemann. Ich bin ja gut befreundet inzwischen mit ihr. Ich habe sie zweimal zu unseren Kongressen in Deutschland eingeladen gehabt. Genau. Dann Dr. Bruce Fife, der auch ein Verfechter der ketogenen Ernährung ist und ein ganz tolles Buch, Stop Alzheimer, geschrieben hat. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Also ein Verfechter oder ein Befürworter? Ein Befürworter, und Verfechter der ketogenen Ernährung natürlich. Mhm. Ja, also hier ist die Studienlage ebenso wie die monografische Literatur inzwischen ausreichend, aber um jeden zu überzeugen. Aber es ist noch nicht ausreichend so dokumentiert, dass es jeder von uns hören würde, dass diese Ernährung so wichtig ist und eigentlich die Basis ausmacht. Ich höre hier immer wieder verschiedene Ernährungsformen. Ich habe auch immer wieder mal von der Blutgruppendiät gehört. Ist das in der wenn man in der Ketose will, auch einen Zusammenhang, welche Blutgruppe? Ich muss jetzt zu meiner Schande sagen, ich kenne natürlich die Blutgruppendiät, aber ich dürfte dann kein Huhn essen und ich liebe Hühner. Darum habe ich sie einfach weg. In gewissen Bereichen ist die Blutgruppendiät durchaus zielführend. Also ich habe schon viele Patienten gehabt, die das ergänzt haben zu meinem Grundplan. Mhm. Das können sie machen, das kann man ja machen. Man kann die ketogene Ernährung als Grundplan nehmen und kann dann darüber hinaus noch auf blutgruppenspezifische Ernährungsformen abzielen. Mhm. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ketogene Ernährung ist, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt das noch nie gehört haben? Das ist mir schon so geläufig, ja. Die Ketose ist im Grunde das Pendant
zur Glykolyse. Das heißt, anstelle von Zuckerstoffwechsel gehen wir in den lang anhaltenden Fettstoffwechsel, in dem der Körper dann nur noch die minimale Glucose verwendet, die er braucht, einen sehr niedrigen Insulinspiegel hat, eine Normoinsulinämie. Und dann produziert er aufgrund der anhaltenden Fettsäureverbrennung die drei wichtigsten Ketonkörper. Acetat, Acetoacetat und Betrohydroxybutyrat oder Buttersäure. Und diese sind dann hocheffiziente Energielieferanten, produzieren 50% weniger freie Radikale, brauchen 3 Enzymschritte, bis sie intakt sind, statt 11 bei der Glykolyse, sind erheblich effizienter und das ist ganz wichtig, das vergessen viele, sie haben auch einen innewohnenden, heilenden Charakter. Sie haben neuroprotektive Eigenschaften. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der gerne vergessen wird, weil alle immer nur an Treibstoff denken. Mhm. Aber Ketonkörper sind auch Baustoffe. Mhm. Sie haben auch eine Schutzfunktion. Und das wird dann besonders deutlich bei neurologischen, neurodegenerativen Erkrankungen. Ja. Und Dr. Bruce Fife beschreibt Fälle von seinen Patienten. Es ist, als ginge ein Licht in meinem Kopf auf. Es ist, als hätte ich plötzlich einen erweiterten Blick. Ja. Nicht? Also das ist das Ergebnis einer Ketose. Aber da wir alle Zuckerstoffwechseldegenerierte Carb-Junkies sind, kann der Anpassungsprozess in den Übergang vom Benzinmotor zum Elektrobetrieb stottern. Mhm. Und dieses Stottern nennen wir Ketoadaption, ja, die Anpassung an diesen Ketonstoffwechsel. Und da kann es schon passieren, dass diese Energielosigkeit und ja, weil das Gehirn natürlich als Meister im Ring, als Chef im Ring. Aber da sind die Proteine gerade wieder gut, weil es gibt ja sofort Energie rein, oder? Nein. Also das, da hat das, unsere Aminosäuren bewirken einen schnelleren Impuls zur Ketose. Mhm. Aber die Verwertung der Ketonkörper, die muss der Körper erst wieder lernen, indem er wieder das wichtigste Protein, Enzym bildet, das dazu nötig wird. Und dieses Enzym wird angegriffen, A, durch die kohlenhydratreiche Ernährung und B, durch die schulmedizinische Therapie über Statine. Und dieses so wichtige Enzym zur Herstellung der Ketolysefähigkeit, wie wir sagen, also zum Abbau dieser Ketonkörper, das ist das Beta-Hydroxymethylglutaryl-Coenzym A. Das muss ich jetzt nicht nachsprechen. Nee, oder? Muss man nicht. Man kann es abkürzen in HMG-CoA. Mhm, nicht? Okay. Aber dieses Enzym muss erst wieder gebildet werden und in der Zeit, in der das nicht vorhanden ist, in der das wieder gebildet wird, erlebt man eine Art Muskelkater des Gehirns oder Muskelkater des Stoffwechsels. Ja, ich habe es auch erlebt, aber ich habe es auch vielen anderen eigentlich erklärt, wie es geht. Und eigentlich habe ich so schnittmäßig gesehen, 1 von 10 hatte echt Mühe, den Umstieg, den Elektromotor zu finden. Musste man wirklich unterstützen, aber es hat immer funktioniert. Ja. Und es ist wichtig, dass man dabei misst. Dass man wirklich die Ketose in den ersten 10 Tagen, also 3 Tage nach dem Beginn der ketogenen Ernährung, beginnt, das zu messen im Blut. Ich empfehle da immer bestimmte Ketose-Messgeräte. Es gibt verschiedene Hersteller. Es ist nicht günstig. Diese Sticks sind nicht günstig. Aber das Gerät kriegst du geschenkt, aber die Sticks, gell? Genau. Die Verbrauchsgüter sind teuer. Und so nebenbei ist natürlich diese Ernährung auch wunderbar geeignet, um auch das Gewichtmanagement im Griff zu kriegen. Ich selbst habe es, glaube ich, in 3 Monaten sind da die 20 Kilo runtergepurzelt dazumals. Und ich bin dann wirklich ein großer Fan davon. Ich habe aber in letzter Zeit wirklich sehr stark gesündigt. Mhm. Ich bin im Moment wirklich so wieder an der Krippe. Ich muss wirklich wieder diszipliniert werden. Was ist das? Hat wieder ein paar Kilo mehr gegeben, gell? Ja. Man muss aber allerdings wissen, dass man bei der ketogenen Ernährung, wenn man die Proteinzufuhr optimiert, dass man keine Magermasse abnimmt. Man nimmt Fett und Wasser ab. Mhm. Und das ist ganz entscheidend. Und dann bleibt auch der Jojo-Effekt aus. Weil der Jojo-Effekt ist ja nur eine Antwort auf den Proteinmangel. Mhm. Nicht? Und dieser Proteinmangel entsteht nicht, wenn ich eine proteinoptimierte Diät habe, noch dazu mit einer, die keine Stickstoffabbaugifte oder kaum Stickstoffabbaugifte und kaum Zucker liefert. Nicht?
Und das ist das kleine Geheimnis, der Unterschied zwischen einer normalen Atkins-Diät und dem von mir entwickelten Dr. Reinwald Metabolic Regulation Konzept. Ich habe nur noch eine Frage, lieber Heinz, insbesondere jetzt auch zu diesen Aminosäuren, die du erwähnt hast. Wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer weitere Informationen dazu nachlesen möchten, ich meine auch bis zum Bodybuilder hin, jeder hört von dem Wort Proteinen was, gibt es da eine Plattform, wo man sich schlau lesen kann? Ja, ich habe eine neue Website bekommen, auf der ich mich austoben kann. Das ist Dr. Reinwald, www.drreinwald.science, also science. Genau. Also eine wissenschaftliche Seite, in der ich mich nicht nur um ernährungsphysiologische Dinge, sondern auch um Wissenschaft an sich, wie wird Wissenschaft betrieben, wo sind die Tücken der Wissenschaft. Also ich gehe da auf dieser Seite mit den Informationen weit über den ernährungswissenschaftlichen Bereich. Und Doktor Bereich mit einfach DR Reinwald. DR Reinwald. Ja. Genau. Okay. Da kann man alles lesen. Ist das auf Deutsch oder Englisch? Es wird auf Deutsch, Englisch und ich plane noch Spanisch, weil ich spreche diese Sprache auch. Und im lateinamerikanischen Bereich bin ich jetzt inzwischen auch schon gut angekommen. Und ich übe in den letzten Monaten wieder fleißig Spanisch, nachdem ich jetzt über 20 Jahre kaum Spanisch gesprochen habe, nur Spanisch gelesen. Also es macht Spaß. Und die Lateinamerikaner sind sehr offen. Super. Lieber Heinz, herzlichen Dank für diese Informationen, liebe Gerne. Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist der Vater der ketogenen Ernährung, der es nach Europa gebracht hat. Nein, bin ich nicht. Ja, komm jetzt. Nein, bin ich nicht. Also, der große Wirbel hast du gemacht. Ja, den Wirbel in den letzten 20 Jahren hier, ja, sicherlich. Aber ich möchte ganz deutlich betonen, einer meiner wichtigsten und ich verehre ihn fast schon, ist Dr. Wolfgang Lutz, Leben ohne Brot. 1967 erschienen und er hat 40 Jahre lang gekämpft. Sein Buch ist 13 Auflagen dick erschienen und er hat mit Professor Jürgen Schole ein wichtiges Buch Regulationskrankheiten noch nachgelegt. Ich hoffe, dass wir in einer anderen Sendung mal drüber sprechen können, denn das ist so wichtig. Also ich möchte das nicht für mich reklamieren. Ich stehe auf den Schultern von Riesen. Und ich werde dann auch vielleicht noch darauf eingehen, was dieser Wolfgang Lutz so Besonderes herausgefunden hat, im Gegensatz zur gesamten angelsächsischen Literatur, die in diesem Bereich völlig im Dunkeln tappt. Ja, also das ist jetzt mein Schluss. Das war schön. Plädoyer an einen inzwischen mit 93 Jahren verstorbenen tollen Mann. Großartig. Ja. Herzlichen Dank. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich kann Sie nur animieren, es einfach mal zu versuchen, die Umstellung in die ketogene Ernährung und mal zu schauen, wie es Ihnen geht. Ich kann Ihnen sagen, Energiemangel werden Sie ganz bestimmt nicht haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.